So, hallo liebe Leute, es geht weiter mit Dark Galaxy. Wir haben bereits Runde 122 erreicht und ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen bei mir. Bei euch lasse ich natürlich noch ein bisschen das atmosphärische Untermalung. Wir haben bereits den Freitagabend erreicht. 18.19 Uhr GMT Time, was aktuell 20.19 Uhr deutsche Zeit bedeutet. Wir sind Anfang August und ja, und die Runde ist losgegangen und wir haben bereits, wie gesagt, 122 Stunden gespielt, 40 Minuten zum nächsten Turn. Ja, wie ihr seht, haben wir bei immer noch zwei Planeten, allerdings ist jetzt unser erstes Outpost-Ship in 5 Stunden fertig und den werden wir in die Galaxie 1 schicken. Wie ihr seht, gibt es da jede Menge blaue Planeten hier oder Systeme und ein grünes, weil das grüne gehört uns. Da haben wir einen Planeten drin, den Planeten PK. Unsere Nachbarn in diesem System sind Kyoto von Black Lotus, also ein Planet, der Kyoto heißt. Niflheim von Gemini. Gemini gehört zu Estopia Allianz und Black Lotus gehört zu Esri, also Estopa Riders. Wir haben inzwischen 65 Punkte erreicht. Ihr seht 2 von 4 Planeten, 0 von 6 Flotten. Wir haben keine Flotten momentan, wir haben noch nichts gebaut. Die Forschung habe ich tatsächlich umgestellt. Und zwar haben wir schon mal die ersten 2 Metal Researches gemacht. Bei Q-Length habe ich alles rausgehauen wieder, weil wir sind aktiv genug. Solange ich nicht viel mehrere Tage unterwegs bin oder so, sollte das mit dem Q-Length auch passen. Ich lasse das jetzt auch erst einmal. Und momentan habe ich den Planet Limit als nächstes drin. Kann aber sein, dass ich zwischendurch doch auf Metal umsteige wieder und dann hier diese Metal Refinery als erstes erobere. Und ja, da bin ich noch am Überlegen. Wenn die Metal Refinery hier durch ist, also entweder das oder das kommt als nächstes, ich bin mir noch nicht sicher. Hier würde ich nämlich 4 Planet Limit dazu kriegen. Allerdings würde es noch ein paar Stündchen dauern, also es würde noch 1,5 Tage dauern. Und ich glaube, da wir gerade 2 von 4 Planeten haben und jetzt wir den nächsten Outpost Chip in 5 Stunden fertig haben und danach der nächste könnte erst in 16 Stunden soweit sein, ist das eine Überlegung wert, ob wir das eventuell abbrechen? Vielleicht den Planet Limit später machen und erst die Metal Refinery machen. Lass mich mal kurz überlegen. Also wir könnten hier tatsächlich, allerdings brauchen wir tatsächlich so viel im nächsten Planet Limit tatsächlich. Der ist in 5 Stunden fertig. Der nächste würde 16 Stunden bauen. Ihr seht, ein Outpost-Ship braucht 16 Stunden. Und hier kann ich auf dem Planeten momentan eh nichts bauen, weil der Outpost-Ship halt tatsächlich mich ein bisschen auffällt hier. Ich überlege gerade, was am sinnvollsten ist. Mit euch zusammen. Also, dann wäre der nächste in 16 plus 5 in 21 Stunden ready. Da wäre ich mit Planet Limit sowieso erstmal voll. Dann könnte ich dann lange, dann 2 Tage... Also zweimal 24 Stunden wieder nichts erforschen. Ich glaube, das ist sinnvoll, dass ich das Planet Limit erstmal lasse und hier erstmal den Planeten weiter ausbaue. Ist halt ein bisschen doof, dass ich hier nicht vorwärts komme, weil es nur plus 8 pro Runde ist. Allerdings überlege ich tatsächlich, ob ich diesen Outpost-Ship abbreche. Weil wenn ich die 2 habe, dann habe ich 2 Planeten mehr. Und dann könnte ich einen Frachter zwischendurch mal reinquetschen, den Planeten ein bisschen ausbauen und dann könnte ich eventuell auf das nächste Planet Limit drauf gehen. Ich glaube, das macht tatsächlich am meisten Sinn, wenn ich den hier danach erst erforsche. Mache ich erstmal den Metal Refinery, danach mache ich den Planet Limit und dann geht es weiter mit Mineral. Und dann wieder Planet Limit und so weiter, weil dann sollte eigentlich tatsächlich hier das ein bisschen höher steigen. Ich werde hier mal einen Frachter dann in Auftrag geben stattdessen. Und den Outpost-Ship entfernen. Also die 2 werden noch durchgedrückt. Dann kommt ein Frachter. Dann wird hier, wenn 50.000 People hier weg sind, weil die sind jetzt gerade beschäftigt. Das heißt, ich habe dann viel mehr People frei. Dann wird der Planet hier schneller wachsen. Und dann macht das mehr Sinn,
Dann kann ich hier erstmal Metal Mine Mineral Farm. Was machen wir denn danach? Ich muss leider so was Kleines machen, dass nur 5000 People beschäftigt, weil sonst, weil der sonst gerade nämlich das Output-Chip nicht gebaut werden, ne? Okay. Ja, da machen wir halt eben dann weiter Metal und Mineral, würde ich sagen. Bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig. Das hier wird später noch wichtig sein, wenn hier das zu Ende gebaut ist. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Farm später. Macht man nochmal, also 21 Turns müsste ich noch hier beschäftigt sein. Das ist hier 12, 13. Dann machen wir hier nochmal 1 für 4 Turns, 21. Genau. Das macht mehr Sinn. Dann machen wir eine Farm. Und nach der Farm, wenn die Farm in die Wege geht, ist gleichzeitig auch der Frachter hier in die Wege gegangen. Dann steigt hier der Bevölkerungswachstum umso mehr. Und dann könnte ich schneller wachsen. Und dann kann ich später dann tatsächlich den nächsten Outpost-Chips auch in die Wege leiten. Wenn hier das Blended-Limit halt nicht nur plus 8 pro Stunde ist, sondern mehr. Weil das hängt nämlich nicht immer davon ab, wie viele People gerade frei sind. Also hier 612 sind gerade frei. Davon ist es immer ein 1%, was die Wachstum, die Standard, den Standardwachstumsrate bedeutet. 1% wären also 6,12. Durch die Leisure Center, der beschleunigt das nochmal, ist es eben 1,5 ungefähr, ne? Oder 1,25. Genau, und deswegen kommen wir hier auf die Zahl 8. Also wenn hier jetzt 10 People, Entschuldigung, wenn ich hier 1000 People frei hätte, dann würde hier das um 10 steigen. Zusätzlich mit dem Leisure Center würden es dann 12,5 sein. Also würde es hier plus 12 oder plus 13 stehen. Ich weiß nicht, ob das Spiel aufrundet, habe ich noch nicht ganz genau ausgetestet. Aber so ungefähr wird es ausschauen. Können wir hier nochmal auf den nächsten Planeten schauen, auf Planeten Picard zum Beispiel. Seht ihr, ich habe 32.714 People frei, weil 5.000 People hier eine Farm gerade bauen. Ne? 5.000 People bauen gerade eine Farm, das heißt, ich habe von den 737.714 minus die 5.000 ergibt die 32.714, die frei sind. Diese 32.714 haben Zeit, um Kinder zu produzieren, so muss man das irgendwie so übersetzen. Somit würde es 10% oder Entschuldigung, 1% davon wären 327,14. Hier sind durch die Leisure Center sind es aber nicht 10%, sondern Entschuldigung, nicht 1%, sondern 1,25%, glaube ich, irgendwas um den Dreh rum oder 1,5, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt man hier dadurch auf die Zahl plus 457. So, der Planet wird ausgebaut. Die Com Satellite übrigens kann nächste Runde nicht sofort in Bau gegangen, Bau gegeben werden. Ich zeige euch wieso, weil wir haben in der nächsten Runde insgesamt 37.714 plus diese 457 kommen in 33 Minuten dazu. Also habe ich hier knapp 38.000 People. Aber die Com Satellite braucht 40.000, ja. Das heißt, ich werde da drei oder vier Runden chillen, bis da der Bevölkerungslimit tatsächlich 40.000 erreicht hat. Dann geht erst die Com Satellite im Bau. Das dauert dann 8 Stunden. Dann sehe ich einerseits, was in diesem System so los ist auf dem Radar. Werde ich dann sehen. Und zusätzlich kann ich dann auch andere Planeten scannen nach nach den Outputs, also wie viel Prozent die Planeten so haben. Und dann weiß ich tatsächlich, welchen Planeten ich ansteuern werde. Allerdings werde ich schon mal blind im Blindflug, wenn dieses Outpost hier fertig ist, werde ich im Blindflug schon mal trotzdem in Galaxie 1 reinfliegen zu einem Planeten, den ich mir ausgesucht habe. Und den werde ich halt dann unterwegs scannen, wenn hier die Com Satellite fertig ist. Ich glaube, der Flug dauert sowieso 16 Stunden ungefähr. Also das heißt, ich werde morgen Nachmittag erst ankommen. Und bis dahin kann ich den Planeten schon mal scannen. Wenn der Planet sich eignet, dann werde ich den auch kolonisieren. Ansonsten werde ich innerhalb des Systems dann mich woanders hin bewegen. Ich glaube, der Plan war von unserer Allianz, da komme ich gleich nochmal ganz kurz dazu, hier irgendwie, ich glaube, diese Sektoren irgendwie komplett zu besiedeln. Und ich habe mir einen Planeten ausgesucht, muss ich gleich nochmal schauen, welches das war. Ich glaube, der hier war schon geklemmt, den hätte ich gerne genommen, aber der ist schon geklemmt.
Kommen wir nochmal zu der Allianz. Ihr seht, sind wir 33 von 50 People in der Free Planets Alliance. Da sind einige Leute drin. Da wurden heute auch schon zwei oder drei Leute rausgeschmissen, die inaktiv waren. Also die seit Rundenstart nichts gemacht haben. Wir haben derzeit einen Score von 65 und sind hier jetzt in der Liste hier auf der zweiten Seite. Wo sind wir da? Hier auf Platz 76 mit diversen anderen, die auch so viele Punkte haben wie wir. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Punkte die haben, wie viele Gebäude die schon gebaut haben. Haben die eventuell schon einen zweiten Planeten besiedelt und so weiter. Ich habe tatsächlich hier am Anfang eine andere Variante gewählt, die eher so an die früheren Runden angelehnt ist, mit den, ja, der Forschung, mit dem Bau. Und das war ein Fehler. Ich hätte das zum Beispiel in Leisure Center recht am Anfang bauen sollen. Das ist mir dann später aufgefallen. Das werde ich in der nächsten Runde natürlich anders machen. Aber wieder was gelernt. Also der Leisure Center, der hätte viel früher reingehen können. Und dann hätten wir hier schon mal mehr Population gehabt, um mehr zu bauen. Wir hätten zwar dann weniger Metall und Mineral hier als Output gehabt. Allerdings hätten wir das ja später sowieso dann weiter bauen können. Also ich werde nächste Runde den Leisure Center entweder als allererstes Gebäude oder vielleicht nach der ersten Metal und Mineral Extractor direkt den Leisure Center bauen. Irgendwie so um den Dreh rum. Das hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht. So habe ich ein paar Runden verloren. Dafür habe ich halt mehr Ressourcen, aber ich kann jetzt leider hier nicht viel mehr bauen. Da hätte ich jetzt hier schon 60.000 People am Start, dann hätte ich hier viel mehr available und dann würde der Wachstum viel höher sein. Ne? Naja, es ist wie es ist, kann ich nicht mehr ändern. Jetzt ist die Runde losgegangen. Wir haben schon 122 Turns, wird nicht neu gestartet, also von daher passt das schon. Übrigens wäre die Runde fast neu gestartet worden durch eine Wenigkeit. Ich habe nämlich festgestellt, dass diese ganzen Planeten, die letzten Runde gehabt haben, also der hier, den haben wir ja in der letzten Speedrunde ja auch schon gehabt. Das war 1818 und das sind genau dieselben Outputs hier, ja. Genau dieselben. Der Admin wollte eigentlich alle Spielerplanetenbilder, also die ganzen Planetenbilder und auch diese ganzen Ressourcen hier randomisen, das heißt zufällig neu verteilen. Das hat aber scheinbar aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Ne? Naja, ich habe dann meiner Allianz dann mitgeteilt, das wurde scheinbar vergessen. Und es sind genau dieselben Outputs und ich habe ja sehr viele Screenshots gemacht von meinen ganzen Planeten und so weiter. Und die haben wir alle gegengecheckt und es hat leider tatsächlich gestimmt. Ich habe dem Admin das mitgeteilt und er hat gemeint, ja, jetzt ist schon losgegangen, er will es jetzt nicht nochmal resetten. Verstehe ich auch ganz gut, weil das Spiel war jetzt mehrere Jahre jetzt nicht verfügbar und er hat alle Spiele angeschrieben. Jetzt sind alle am Start und die wenigsten haben das mitgekriegt, dass hier das Resetten vergessen worden ist. Und da werden wahrscheinlich von diesen über 300 Spielern hier, ihr seht ja, es sind ja hier 50 Spieler auf einer Seite und wir haben 7 Seiten fast voll, das heißt fast 350 Spieler sind in dieser Runde dabei. Davon hätten wahrscheinlich 100 oder 200 wieder aufgehört mit dem Spiel, wenn es jetzt wieder resettet worden wäre und so weiter. Und das wollte er auch nicht riskieren, was ich absolut verstehe. Ja, und wir sind jetzt mit dieser unfairen Information jetzt leider, wir können es jetzt leider auch nicht so großartig nutzen, weil unsere Allianz hat nämlich, also was ist leider, vielleicht ist es auch besser so, weil ich habe ja hier in den Planeten Sektoren, Galaxie 1, Sektor 2 habe ich viele Planeten gescannt damals noch, in den 5 auch. Und da hätte ich sehr viele Informationen gehabt, aber wir haben uns entschieden, da uns nicht breit zu machen. Wir haben zwar die Scans, wir wissen, wie gute Planeten da sind. Aber wie ihr seht, da sind sowieso schon andere Spieler drin teilweise. Und andere Allianzen. Und ja, apropos Allianzen, wahrscheinlich wird demnächst der erste Krieg schon ausgerufen. Und zwar gegen den ersten Platz hier, gegen Wolfpack. Wir haben 3 Spieler mehr, also sind die jetzt auch vor uns mit dem Score. Wir waren tatsächlich die ganzen Tage vor denen mit unseren 3 inaktiven Spielern. Da hatten sie noch 35, wir hatten 36, wir hatten mehr Durchschnittsscore. Auch heute noch hatten wir genauso viel Member und
Da waren wir tatsächlich besser von den Punktezahlen her. Aber jetzt haben sie drei neue Spieler gekriegt. Jetzt haben sie uns überholt. Und ja, wie wir sehen, diese drei Allianzen sind hier membertechnisch am größten. Wir haben fast 100 Member insgesamt. Wobei, es sind sogar über 100, 101 sehe ich gerade. Diese drei Allianzen. Der restlichen Roth hat 16 und Guardians of Galaxy 10 und die anderen haben dann alle unter 10, aber da sind immer noch ein paar gute dabei. Erdre ist zum Beispiel immer sehr stark gewesen. BRC, je nachdem, ob das auch die früheren Spieler sind oder ob da Random-Spieler dabei sind, mit denen muss man auch rechnen. Und hier sind auch noch ein paar früher starke Allianzen dabei, die ich auch teilweise noch kenne. Ja, und es gibt immer noch genug Spieler, die nicht in der Allianz sind und die eventuell dann irgendwo noch reinjoinen oder später die Spieler, die später starten werden und so weiter. Alles möglich. Naja, wir haben auf jeden Fall unsere alte Allianz verlassen, haben uns mit denen ein paar Leuten hier angefreundet und sind jetzt hier in dieser Allianz dabei. Kalle ist hier auch beigetreten. Wo ist er denn? Ja, hier. Unser Kollege Kalle, den wir von früher noch kennen. Wir sind auf Discord im regen Austausch immer wieder und es wurden auch schon die ersten Teams gebildet und es wurde auch schon aufgeteilt, wer wohin geht, in welchem Sektor. Und der Krieg gegen Wolfpack wird wahrscheinlich dann bald beginnen. Die haben eine Abkürzung hier, also wie so ein Wolfsgeheule, ne? Zum Beispiel die zwei People, die gehören zu Wolfpack und die wollen wir bekriegen. Heißt, die zwei größten Allianzen, die werden sich hier demnächst behaken. Ich glaube, mit Sol herrscht sowas wie ein Nicht-Angriffspakt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die haben scheinbar gute Connections zu denen. Ich habe, glaube ich, mit denen noch nie einen Nicht-Angriffspakt gehabt. Das war immer mein Gegner, glaube ich, in allen Runden, wo ich gespielt habe und wo es die gab, waren das immer Gegner von mir. Deswegen, es wird jetzt mal was komplett Neues sein nach all den Jahren. Mit Roth habe ich sehr, sehr oft zusammengespielt, also als Verbündete, aber auch mal als Gegner. Also das war auch ein Hin und Her mit denen. Sind auch sehr, sehr guter Spieler. Sowohl, wie man hier an der Flagge sieht, das sind meistens bulgarische Spieler, die meisten von denen jedenfalls. Bei Roth sind, wie der Name schon sagt, sehr viele rumänische Spieler dabei. Wolfpack ist gemischt, wie Planets Alliance auch gemischt. Ich habe gesehen, bei uns gibt es einige Portugiesen dabei und so weiter und ja, und auch Amerikaner und ja, so gut verteilt in der Welt, was natürlich auch praktisch ist, weil da können nämlich die Spieler, die später aufstehen und in der Nacht irgendwie, also während wir schlafen, können die schon mal wachsam sein und andersrum auch. Also ja, hat Vor- und Nachteile in verschiedenen Zeitzonen zu spielen. Na gut, liebe Leute, ich habe jetzt mal abgedatet, was hier so los ist, was so die nächsten Schritte sind. Ich werde euch die nächsten Tage eine weitere Folge aufnehmen, damit ihr aktuell seid und werde euch auch unsere nächsten Planeten zeigen, die wir hoffentlich demnächst kriegen werden. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, ciao.